So, da sind wir dann auch schon wieder und ich denke mal, wir fangen damit an. So. Zwei. Da haben wir die Bonus-Quest auch gleich eingesackt hier. Und schon gleich wieder so die ersten 10% fürs nächste Level abgeholt. Welches wir dann in der nächsten Folge holen würden. So, und hier kommen wir ins Gespräch. Das hat Spaß gemacht, kleine Maus. Aber nun ist das Spiel aus. Zeit zu sterben. Ist dieser Sulustana jetzt taub oder einfach blöd? Ihr alle gegen einen Mann? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich hab euch Idioten gesagt, ihr sollt die Tür bewachen. Muss ich denn alles selbst machen? Ihr gehört hier nicht her, Kleine. Geht lieber, bevor ihr euch einen Fingernagel abbrecht. Wenn wir sie ganz nett fragen, gehen sie sicher nach Hause. Ja, wir wollen ja eh auf böse spielen. Vergesst es. Ich verschwinde. Nicht so voreilig, Störenfried. Ich denke, ich will nicht, dass ihr so einfach davon spaziert. Tötet sie beide, Männer. Das wird ein Kampf! Dann gibt es noch mehr! So, ich kümmere mich jetzt erstmal um die kleinen Kerne. Die mittleren, den wird Erscher damit beschäftigen. Und das war's eigentlich. Ach, der war nur ohnmächtig. Ich bin nicht wirklich als ehrbarer Bürger zu bezeichnen. Ich kam gerade vorbei, als ich den Lärm hörte. Erzählt mir von dieser Reliquie. Ist sie ein Kulturgut oder sowas? Das könnte sogar hinkommen. Ich verspreche nichts, aber ich werde es versuchen. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Falls ihr euch jetzt wundert, ich lese mir das Ganze auch nicht durch. Sitzt hier gerade so entspannt und... Wir sollten nicht hier sein, wenn die örtlichen Sicherheitskräfte eintreffen. Wir haben keine Zeit, Fragen zu beantworten. Vielleicht sollten wir mal hören, ob Damas neue Informationen über Skarvak hat? So. Kehre zu Damas Polaran zurück. Wo war der denn noch? Der war, glaube ich, auch in der Kneipe, oder? Ja. Vielleicht gibt es da noch mal ein bisschen EP für die Hauptquest-Reihe.
Und nein, unser Ruhestein ist leider nicht ready, sprich wir laufen den Rest zurück. Ist das ein weiter Weg? Oder kann ich... Ne, da drüben kann ich nicht aussteigen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich groß erzählen soll. Wir laufen hier fröhlich rum. Und passieren tut nichts. Ab und zu drücke ich mal die Sprungtaste. Das war's dann auch schon. So, und jetzt müssten wir einfach wieder ins zweite Gebiet rüberfliegen. Und dann zur Kantina gehen. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Also ich finde die unteren Ebenen am schönsten. Leider spielt man da viel zu wenig. Die oberen Ebenen. Ich weiß nicht, könntet ihr euch vorstellen, da in den unteren Ebenen zu wohnen oder hier in den mittleren? Es sind ja hier Wohnfenster am Rand, wenn man guckt. Ich weiß nicht, ich könnte mir das jedenfalls nicht vorstellen, irgendwo in so einer Umgebung zu leben. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu verwöhnt und habe zu viel Grün in meiner Kindheit erlebt. Zu viel Wald und Gras um mich herum und kleinere Häuser, wo man auch den Himmel sieht. Wenn man in so einer Umgebung geboren ist, ist da... Ich meine, dann denkt man wahrscheinlich auch anders darüber, weil man einfach nichts anderes zum Vergleich kennt. Jemand, der in New York geboren wurde, den kann man auch nicht einfach in eine Kleinstadt setzen und dann sagen, ja, hier, lebt mal. Ach, guck mal, die Verwundete hier, die steht immer noch hier rum. So, und ab in die Kneipe. Oh, hier sieht man auch schon die zwei Questdinger auf der Minimap leuchten. Okay, der da zuerst. Ja, wir haben ja die Liste für ihn. Ich hoffe doch schwer, dass meine Belohnung das Risiko ausgleicht. Bestimmt findet ihr viele interessierte Käufer. Es war mir als Ezred. Maringo Humbaleba. Latland fällig gegob es länger agiob. Und fertig. Was kriegen wir hier? Wir würden so eins kriegen.
Oder so eins. Beide sind schlecht. Dann nehmen wir das. Ja, damit haben wir 20% schon wieder geschafft. Noch so viel Grün über, wenn sich das weiter so summiert. So, hier ist dann jetzt die Story-Quest. Seht ihr? Was habe ich euch gesagt? Es ist der Captain vom Kopfgeldplakat von Rugun dem Schlechter. Haben wir nicht Glück? Das habe ich keine Sekunde bezweifelt, Schatz. Du warst schon immer mein Glücksbringer. Oh, ihr beide macht mich krank. Sofort stehen bleiben, Captain! Wollen die mich jetzt irgendwie... Ist das eine Frisur oder ist eine Wumpratte auf eurem Kopf gestorben? Habt ihr eben... Was glaubt ihr? Klappe! Na los, ihr zwei. Erledigen wir die Niete. Dann sind wir reich. Eure Freunde haben so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Wieso sterben? Oh, starke Worte für Abschaum auf der Flucht. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe einen Flammenwerfer. Moment, Sunder. Mit diesem Captain stimmt etwas nicht. Sie könnte mehr Ärger bringen, als sie wert ist. Nicht manns genug für eine echte Herausforderung? Ich weiß nicht, was du an diesem Typen findest, Igara. Mehr, als du mir je zeigen kannst. Rilo, dieses Kopfgeld ist mehr Geld wert, als wir in einem Monat verdienen können. Alles klar, Schatz. Aber bleib hinter mir. Ich will nicht, dass du wegen einem lausigen Haufen Credits verletzt wirst. Ah, je. Der schläft einem ja das Hirn bei ein. Wir sind fertig. Lass es brennen! Lol. Was ein Spaß. Das kann nun. Machen wir das Weib mal zuerst weg. Weil ich die gerade so schön hier am Target habe. Der da hinten auch keine Elite. Die einzige, der hier Elite ist, das ist der, der am Anfang gesagt hat, nee, lass lieber die Finger davon. Yay. Schade eigentlich. Es war ein hübsches Pärchen. So, wo geht's denn jetzt weiter? Nee, da ging's raus. Da lang. Und da ist ja auch unser netter Typ. Habt ihr Ärger mit Kopfgeldjägern, Captain? Oh, ich kann nichts dafür, dass ich bei den falschen Leuten beliebt bin. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, meine Liebe. Die richtigen Leute finden euch auch bezaubernd. Wie ich höre, sucht die schwarze Sonne verzweifelt neue Rekruten. Und ihr hattet eine Auseinandersetzung am Raumhafen. Meine Spur war wohl hilfreich. Ganz egal, wie nahe ich ihm komme, ich kann Skavak einfach nicht schnappen. Ich brauche die besten Informationen, die ihr habt. Die bekommt ihr auch, da könnt ihr sicher sein. Aber sowas braucht seine Zeit. Während wir auf den nächsten Schritt von Skavak warten, könnten wir ja eine Partie Sabak spielen. Das habe ich kommen sehen. Corso, seid kein Spielverderber. Was meint ihr, Captain? Das erste Spiel geht auf mich. Ich hatte gehofft, wir hätten die Chance, uns besser kennenzulernen. Das klingt ganz entzückend. Ich würde zu gerne alles über euch erfahren, meine Beste. Ich war wohl etwas voreilig, als ich sagte, wir können Damas trauen. Was machen wir jetzt? Ach, wir schleimen uns einfach rein. Vielleicht kriegen wir dann gute Informationen. Ich bevorzuge Männer mit etwas Lebenserfahrung. Gut, dann lasse ich euch beide wohl besser alleine. Oh, beleidigt. Ich hänge ein Bitte-nicht-stören-Schild raus. Dann können wir reden, solange wir wollen. Oh je. Wie kitschig. Nun, das war äußerst informativ. Ich freue mich schon auf weitere Diskussionen. Wer konnte ahnen, dass Kartenspielen so viel Spaß macht? So, kriege ich jetzt meine Informationen? Ich, offensichtlich. Ah. Moment, ich empfange einen Alarm aus meinem Netzwerk. Vielleicht haben wir genau darauf gewartet.
Eure Anstrengungen haben sich offensichtlich ausgezahlt, Captain. Meine Informanten haben eben gesehen, wie Skavak mit jemandem kämpfte und in Justicar-Gebiet geflohen ist. Wir haben ihn. Wer sind diese Justikare? Das sind Selbstjustizler. Selbsternannte Richter eines ganzen Stadtsektors. Scharfrichter trifft es besser. Die Justikare dulden keine Außenseiter in diesem Sektor. Skavak muss wirklich verzweifelt sein, wenn er es riskiert, dorthin zu gehen. Ich lasse es nicht zu, dass ein Justikar ihn vor mir tötet. Dann beeilt ihr euch besser. Justikare sind nicht für ihre Gnade bekannt. Meine Informanten sind ein Geschwisterpaar namens Jeek und Jewel. Sie wissen, wo man Skavak finden kann. Ich sage ihnen, dass ihr kommt. Spielt eure Karten vorsichtig im Justikar-Gebiet aus. Mein Instinkt sagt mir, dass Skavak noch nicht alle seine Trümpfe ausgespielt hat. Ihr seid ein wahrer Prinz, Damas. Ich werde das nicht vergessen. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir einander sehen. Ich fühle, unsere Beziehung beinhaltet mehr als die Rache an Skavak. Naja, wir schleimen einfach mal weiter. Ihr seht mich sicher eher wieder, als ihr denkt. Das hoffe ich sehr. Viel Glück, Captain. Ich hoffe, ihr sorgt dafür, dass Skavak alle seine Schulden bezahlt. So, und jetzt kriegen wir auch gleich eine Belohnung. Und das Gespräch hat einiges länger gedauert, als ich angenommen hatte. Aber mein Gott. So, jetzt stellen wir uns noch schnell in die Kneipe rein. Ja. So. So, mal gucken, ob man sich hier irgendwo hinsetzen kann. Ach, wir stellen uns hier zwischen die Kleinen da. So. So, und das war's dann mit der heutigen Aufnahme Star Wars The Old Republic. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.